Herzlich willkommen zu das Instalent. Heute hören wir die Top 11. Gestern war ja Pause. Auch ein wenig ungewohnt, aber muss ja auch mal sein, ne? Wer ist denn noch dabei jetzt bei den Top 11? Dilo, Ju, Fabre, Tano, Lisai, Mertkan, The Official, San Andreas, Race, Masi und Sondrogu. Das sind unsere Top 11. Nach dieser Runde werden wir uns auch davon einigen trennen müssen. Die Aufgabe für heute war es, den Fokus auf die Hook zu setzen. Und ich bin gespannt, was uns denn heute erwartet. Aber bevor es weitergeht, hole ich doch hier meinen Partner rein. Mein Partner in Crime. Capo. Where is the Capo? Da ist er. Was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? Was geht ab, Bruder? Alles gut bei dir? Alles klar? Und? Wie läuft's? Super, alles gut. Ich bin gesund, Bruder. Gott sei Dank. Und fühlst du dich wieder fit? Auf jeden Fall, mir geht's viel besser. Schön, schön, schön. Vielen Dank, Bruder. Ich bin sehr gespannt, was heute so kommt. Ich bin sehr gespannt, wer heute so kommt. Ich bin sehr gespannt, was heute noch kommt. Und ja, heute sind wir auf die Hooks speziell. Konzentrieren uns heute auf die Hooks, also, ja? Genau, Bruder. Und da brauche ich verstärkt deine Meinung, Bruder. Weil du weißt, bei dir sitzt jede Hook. Bei mir, du weißt, ich habe manchmal einfach so eine Schmoller, wo ich einfach schreie und aggressiv. Das kann ich, aber bei dir ist immer der Schorschat. Das ist so korrekt, Bruder. Ja, Bro, hast du irgendjemanden, den du zuerst hören willst, mit dem wir anfangen sollen? Bruder, ich würde sagen, lass uns auf jeden Fall mal remixen. Lass einfach mal querbeet Dings, damit wir ohne Meinung in die Sache gehen. Okay, dann fangen wir mal an mit... Ju. Unser Frankfurter Brother, der letztes Mal mit 10.000 zugedrückten Augen weitergekommen ist. Ey, wie findest du meinen Bart, Bruder? Ju, wir haben dich eingeladen. Hier oben auf X, Benachrichtigungen und dann rein. Was ist Lukas? Ich habe den Bart, meiner ist die Hälfte wie von deiner. Aber du hast hier noch. Ja. Joe, wie geht's dir? Was geht ab, Chris? Wie geht's dir, Bruder? Ja, auch. Bruder, letztes Mal bist du mit 10.000 blauen Augen weitergekommen. Wir haben uns auch leider vom Mr. Real getrennt, der eine gute Leistung gebracht hat, aber beim Battle nicht mehr gereicht hat. Ja. Aber ich glaube, neue Runde, jetzt zeigst du, was du richtig drauf hast, oder? Normal. Vollgas, Bruder. Vollgas, Bruder. Ich bin gespannt. Okay. Mal kurz einen Soundcheck machen. Kurzer Soundcheck. Ein bisschen lauter. Hört ihr? Hört ihr das? Ja, ja. So, fein. Bei der Verwaffe. Hört ihr gut? Nee. Du bist zu leise. Ich bin zu leise. Beat, bisschen leise. Dumper, Thunder, Vivi, Karte, Make, and Dance. Up, Dumpe, Deppe. So? Ein Ticken leiser, noch ganz leise. Ein Ticken. So, ey, undercover. Perfekt. Perfekt. Okay, Bruder, let's go, von neu. Ich war auf jeden Fall heiß wie Frittenfett, Bruder.
Bruder, wenn ein Part mit Undercover anfängt, bist du raus. Das war Spaß, ich hab das Duplo gegessen, Bruder. Spaß, Mann, ja, Spaß. Leg los, Bruder. Okay, komm. Zeig so ein bisschen Party, Bruder. Ey, 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 let's go. Ja, ey. Fiesta, Fiesta, ma bella vita. Baby, ich bin Blutsbrother, so wie Chelsea-Spieler. Gib mir Sven, ich liege, ich gebe Barry Martini. Und zeige dir, was aber ich wie Harry Houdini nie wieder essen vom PC, weil ich die Kies mit Klicks mache. Du triffst mich im Blitz nicht mit Tinsas. Resto Connect mit Zimbabwe. Meet me auf Beefsteak mit Handplatte. Ey, Bruder, der Beat ist ausgegangen. Walla, der Beat ist ausgegangen. Komm, nochmal, mach nochmal. Mach nochmal. Warum ist er ausgegangen? Walla, miese Sossenheimer-Trick. Diese Sossenheimer-Trick. Nein, Trick. Bruder, ich bin textsicher, immer. Ich bin immer textsicher. Okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ey. Fiesta, Fiesta, ma bella vita. Baby, ich bin Blues-Brother, so wie Chelsea-Spieler. Gib mir Spanish, Sneaker, ich gib Barry Martini. Und zeige dir, pass auf, was ich wie Harry Houdini nie wieder essen vom PC, weil ich die Kies mit Klicks mach. Du triffst mich im Glück nicht mit Ginflash. Boom! Resto Connect mit Zimbabwe. Beat me auf Beefsteak, mein Trüffel, die Gästeliste. Ich hab Star-Empfiel. Auf der Straße gefragt, so wie Kali. Weed, brach kein Alibi und keine vollen Taschen. Ich komm nackt zum Bad. Was ist Wodka Shop? Ey, ey. Spitz in diese Technik in der Booth. Ey, look a motherfucker, ich bin smooth. Ey, cool, Jay. Sag mal bitte, wer hat so ein Groove? Ey. Nie wieder Broker, die Kimpisch im VIP mit Paar. Bitte nicht Sabo, ne? Kein Louis Gucci, Bada, Bala, niemand. Wie heißt er, wie heißt er? Hey, hey. Hennessy, Wodka, Gin, die gehen mit allen Extras. Hey, hey. Kommen vorbei in einem Ford, die fickt auf den Tesla. Hey, hey. Nie wieder aufstehen und rausgehen, denn Arbeit war gestern. Aber heute ist Fiesta. Fiesta, Fiesta. Hey, hey. Hennessy, Wodka, Gin, die gehen mit allen Extras. Hey, hey. Kommen vorbei in einem Ford, die fickt auf den Tesla. Hey, hey. Nie wieder aufstehen und rausgehen, denn Arbeit war gestern. Aber heute ist Fiesta. Fiesta, wir machen Fiesta, Gang, Gang. Fiesta, wir machen Fiesta. Ey, wir machen Fiesta. Geil. Capo. Geil, war gut, war sehr gut. Hat mir gefallen. Capo, was sagst du? Ich finde es auf jeden Fall auch. Der Beat, es geht ja schon Richtung Sommer. Feelings. Vibe, cool, cool. Also Sommer, ne? Sommer-Vibes, ja, normal, Bruder. Nochmal, Entschuldigung, ja. Was sagst du? Ich hab gesagt, Part und so und generell der Beat, die Hook, ist halt Sommer-Vibes. Cool. Genau, war geil, war gut. War auf jeden Fall sehr solide. Auf jeden Wir Fall. Hören uns mal den Rest an. Okay. Und dann schauen wir, Bro, Okay. Geil, bis dann. Ciao, ciao. Okay. Fiesta, 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 Fiesta. Auf jeden Fall. Ich mache Fiesta. Hä? Wie der eine von heute Morgen, ne? Scheiße. Okay, machen wir weiter mit Dilo, der ja auch letztes Mal nicht mit einem blauen Auge, sondern mit 10.000 blauen Augen davon gekommen ist. Und von dir, Bruder, der muss bei dir normalerweise die hat er schon Generalvollmacht bei dir unterschrieben. Dilo, komm rein, wir haben dich eingeladen. X und dann auf Benachrichtigung. Wer? Der Dilo, hat er schon bei dir jetzt Generalvollmacht unterschrieben? Wegen letztens, meinst du? Hey, ja. Dilo. Hey, was geht ab? Die Blauäugigen sind erstmal dran, ne? Bruder, hast du Verstärkung mitgebracht? Bei Capo jetzt unterschrieben wegen letztes Mal? Was sagst du? Generalvollmacht. Hast du bei denen unterschrieben wegen letztes Mal? Nicht, der hat sich nicht gemeldet. Dilo, alles gut, Mensch. Bist du vorbereitet heute? Bist du fit? Natürlich, Bruder, ja. Ja? Heute bin ich da. Hast du Verstärkung mitgebracht, wie ich sehe? Die ist immer da, die ist immer da. Die zwei sind immer da. Das sind die Zwillinge, weißt du? Die machen das Bild schöner. Geil, geil, geil. Ja, Dilo. Du hast ja einen Fanclub letztes Mal, war es ja echt eine enge Kiste, wie ein Sarg, aber dieses Mal... Ich habe euch was Schönes mitgebracht. Okay, dann leg mal...
Ist Box an? Ja. Yeah, Radiosong. Yeah, yeah. Und wenn mir jemand meine Chance gibt zu zeigen, was ich kann, dann mach ich. Hey, yeah, ich mach mein Ding, wie ich will, Bro, denn alles, was ihr könnt, das kann ich. Hey, deshalb schreien wir alle. Hey, yo, hey, yo. Erst wenn wir oben sind, dann sehen wir, wie die Sonne scheint. Hey, yo, hey, yo. Erst wenn wir oben sind, dann sehen wir, wie die Sonne scheint. Ich überlaufe sie, als wäre ich bei einem Marathon. 22 Jahre, guck mir recht die Zeit davon. Alles ändert sich, ich hab keine Zeit verloren. Doch ich bin nicht, wo ich hin will, lass uns weiterrollen. Realisiere nicht, dass alles immer besser wird. Noch immer nicht die dicke Patte, doch ich schau zurück. Als ich noch gar nichts hatte, ich war immer Mamas Kind. Doch brauchte nie eine Waffe, guck, jetzt bin ich mittendrin. Auf Wolke 10, wenn ich Texte schreib, lass ich alles vergessen und denk an mein Ziel. Auf Wolke 10, bis ich weiter weiß. Ich bin am Hassen, jede Nacht, guck, ich hab's mir fair. Und wenn mir jemand meine Chance gibt, zu zeigen, was ich kann, dann mach ich. Hey, yeah, ich mach mein Ding, wie ich will, Bro, denn alles, was ihr könnt, das kann ich. Hey, deshalb schreien wir alle. Hey, yo, hey, yo. Erst wenn wir oben sind, dann sehen wir, wie die Sonne scheint. Hey, yo, hey, yo. Erst wenn wir oben sind, dann sehen wir, wie die Sonne scheint. Yeah. Geil, geil. Das war gut, Alter. Aber du hättest gesungen und deshalb singen wir alle auf Yeah, yo. Auf jeden Fall. Bruder, lass diese Straße, das soll Radio sein. Capo, was sagst du? Meine Version wäre besser, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Yeah, yo. Cool. Ich lauf durch auf die Konsti um 6. Auf jeden Fall. Auf der Konsti, ja? So musst du solche Texte wollen. Wie der heute Morgen. Wie der von heute Morgen, Fabi. War einfach war, so eine lockere Melodie. Rap-Part, wie gesagt, ich glaube, der Beste bist du nicht bei deinen Rap-Parts, aber das war eine gute Melodie. Du hast eine gute Stimme. Hat mir gefallen. Was sagst du, Capo? Bruder, ich finde auch die Hook und so, wir haben uns ja darauf, ich habe mich jetzt auch darauf, ich habe zwar auch mir eine Bewertung für den Part aufgeschrieben, aber ich habe mich auch mehr auf die Hook konzentriert und war cool, war voll, ging eigentlich voll klar. So. Nice. Im Hintergrund, der ist gängig gewesen, der ist chillig gewesen. Deutlich. Okay, sehr gut. Dann machen wir mal klar. Weiter. Viel Spaß, Jungs. Viel Erfolg an alle. Korrekt. Okay. Euch auch, Jungs. Ciao, ciao. Okay, ciao. Ciao. So, Capo. Jetzt geht's weiter. Wen nehmen wir jetzt? Warte, lass mich mal überlegen. Wir holen. Lisei. Nein, nicht Lisei. Wir holen Sondrogo. Ich glaube, Sondrogo und du, ihr kennt euch schon. Ich glaube, ich habe alle letztes Mal kennengelernt, glaube ich, oder? Da waren noch alle drin. Ja. Sondrogo, X und dann auf Benachrichtigung. Der Name ist auf jeden Fall cool, Alter. Außergewöhnlich. Sondrogo, Auf Yeyo, auf Yeyo. Wie der von heute Mittag. Hä? Wie der von heute Mittag. Scheiße, Alter. Bruder, ich krieg jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir das angucke. Jedes Mal. So, Sondrogo geht nicht dran. Oh, Bruder, ich war auf dem falschen Account. Was geht? Wie geht's dir? Welchen Account warst du? Auf deinem Fake-Account? Nein, Bruder, ich habe hier immer das Handy von meiner Freundin, weil ich habe hier nur ein Handy, Bruder, damit ich den Text lesen kann und den Beat hören kann. Und dann nehme ich immer das Handy von meiner Freundin, Bruder, und dann bin ich auf ihrem Account gewesen, statt auf meinem jetzt. Sorry, Digga. Tut mir leid. Ey, hat schon mal irgendjemand einfach jetzt so einen Typ, deine Freundin, so angeschrieben? Währenddessen ich hier drin bin? Oder wie meinst du? Ja. Nein, Bruder, die ist auf Privat, Bruder, da gebe ich schon acht. Niemand schreckt meine Freundin hier so an, Digga. Das sagen, Junge. Das lässt du, ja, lässt du doch nicht zu. Nein, hey, du hast die anderen zwei Kandidaten gehört. Mhm. Du hast stark geparzt. Du hast letztens auch eine gute Hook gemacht. Mal gucken,
wie stark du bist, wenn der Fokus auf die Hook ist. Bruder, ich habe heute ganz was anderes gemacht als die anderen. Hör mir einfach zu, Bruder, okay? Okay, leg los. Alles gut, so, oder lauter, sag mir, so? Ja. Okay, yeah, okay, yeah. Sicker than your average. Du bist kein Dicker, sei mal ehrlich. Und die Bärtau, die wird dich jetzt ausziehen, denn sie weiß Casuals, everything around me. Ihr klärt die Bitches nur auf Tinder und du bist kein Killer und auch kein Pimp, du Hund. Deine Bros auf Mue und meine Kinderpunsch. Kann nichts verstehen, denn deine Jungs schreien im Hintergrund. Rap ist mein Leben, sag, was soll da ein Pisser schon machen? Ihr klappt nach Schlägen zusammen, genau wie die Sternesplatten. Bruder, frag mich nicht, ob ich noch heimkomm. Bei dir geht das nicht so einfach, Baby, ein. Merkst du nicht, dass deine Spielchen mir die Zeit klauen? Du weißt, ich will nur einmal rein, raus, ey. Und ich weiß, was ihr denkt, ja, ihr miesen Butchis. Doch ich mein ihre Tür und nicht ihre. Ihr seid nur paar City Guys, ja. Es gibt niemanden, den ihr liebt, außer die Wände eurer Stadt. Ihr seid nur paar City Guys, ja. Ihr seht nach 1000 Jahren, die Lichter machen wach. Ihr seid nur paar City Guys, ja. Ja, sie bringen dich um den Verstand, denn sie lügen dich an. Ihr seid nur paar City Guys, ja. Ihr seid nur paar City Guys, ja, ey. Jeder Rapper ist jetzt Narkotrafiker. Nach mir warst du mal ein Gangster, so wie Pablo Escobar. Ich hör von dir nur einen Part und wer curious. Du sagst, du hast mehr Teile als The Fast and The Furious. Redest mir vom Magnum und Dosi-Clips. Davon, dass du das Arsch mit deinem Booty sticks. Doch würdest jeden hier verraten für YouTube-Klicks. Glückwunsch, jetzt weiß jeder Arsch, dass du ein Hurensohn bist. Und der Tatverdacht, der steht in allen Fällen offen. Ja, ihr seid im Lügen und seid nicht mal originelle Fotzen. Ihr macht nur Butter bei die Fische, nur bei Forellen kochen. Ihr seid so schön Lappen, ja, ich könnte euch mit die Pelle boxen, ey. Warum ist denn noch dabei, jetzt fragen wir, Bruder, ich hab verkackt, scheiße. Ah, ich hab gerade einen Herzinfarkt bekommen bei dem kleinen Fehler. Fuck, Bruder. Ah, scheiße. Ah, fuck. Hast du deinen Joker schon benutzt? Nein, hab ich noch nicht, Bruder. Dann hast du ja noch einen Joker. Bruder, soll ich den zweiten Part nur machen oder beide? Mach nur den zweiten Part. Du brauchst auch eigentlich nur einen Part und danach die Hook. Das hat eigentlich schon gereicht. Du hast dir selber deinen Joker weggenommen. Jetzt hast du keinen Joker mehr. Aber ist alles gut mit deinem Herz? Bruder, kann ich den, wenn du den das, kann ich den auch... Ist alles gut mit deinem Herz? Was? Alles gut hier mit deinem Herz, weil du die ganze Zeit an dein Herz fasst. Bruder, alles okay? Brutal, ich bin gerade brutal in mir drin zusammengebrochen. Scheiße. Okay, guck mal, pass auf. Du hast nur einen Joker. Wir müssen, das muss auch fair sein. Mhm. Das war sehr gut. Du musst jetzt einmal konzentrier dich. Mhm. Richtig atme. Tief durch. Und dann machst du das nochmal. Das hat nämlich Spaß auch gemacht zu hören. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann ratterst du das genauso durch, wie du das gerade gemacht hast, nur ohne Fehler. Okay, Mann. Wenn okay. du jetzt einen Fehler machst, bin ich raus. Okay, Bruder, safe. Jetzt läuft zuerst noch ein bisschen der Beat von der Hook und dann steige ich in den zweiten Part rein, okay? Okay. Atme tief durch, komm ganz entspannt, du machst es schon, komm. Bruder, ich mach das schon. Gib ihm, komm. Yeah. Ah. Okay, yeah. Yeah. What the fuck, Bruder? Ich hab nicht verkackt, Bruder. Ich hab den Text nicht richtig gelesen. Alles gut, sorry. Alles gut. Komm rein. Alles gut. Ganz entspannt. Nein, ganz entspannt. Alles gut. Bruder, ich bin todesaufgeregt. Was ist denn die Scheiße hier? Yeah. Jetzt hab ich's, Bruder. Yeah. Okay, check. Ah. Jeder Rapper ist jetzt Narkotrafiker. Nach mir warst du mal ein Gangster, so wie Pablo Escobar. Ich hoffe von dir nur einen Part und wer curious. Du sagst, du hast mehr Teile als The Fast and The Furious. Redest mir vom Magnum und Dosi-Clips. Davon, dass du das hast mit deinem Positix. Doch, was ist mein Fall? Ich hab nochmal verkackt, Bruder. Ich bin raus, Alter. Ohne Spaß. Ich bin so aufgeregt, Bruder. Fuck. Alter, ohne Spaß. Ich bin. Ey, ich kann nicht mehr. Ohne Spaß, Alter. Ich bin so am Zittern. Ohne. Bruder, ich bin fertig. Mein Gott. Schade. Schade, das war nämlich echt sehr gut. Dein Hook hat mir gefallen, textlich sehr gut. Deine Stimme war sehr gut. Hören wir uns mal den Rest an. Okay, Bruder. Safe. Okay. Ciao, Bruder. Capo, die Regeln sagen hier, wenn einer zweimal choked, ist er raus, normalerweise. Aber eine Frage jetzt, was dich sehr interessiert. Er hat den zweiten Part verkackt. Aber die anderen hatten nur einen Part. Er hat den ersten Part ja richtig gemacht. Und dazu habe ich mir auch eine Bewertung schon aufgeschrieben. Jetzt die Frage ist... Er hat den Part richtig gemacht, aber der musste jetzt konzentriert sein, Bruder. Das wird uns die Entscheidung nicht einfacher machen. Sagen wir es mal so. Ja.
Boah, das wird echt hier wieder eine enge Kiste, Bruder. Ich sehe das. Ja, schon. Scheiße, dann hätte er lieber den zweiten Partner komplett lassen können. Weißt du, was ich meine? Ja, dann hätte er den gar nicht machen müssen. Voll, voll. Aber natürlich, die Leute wollen auch die mehr. Du musst dir so überlegen. Du hast die Chance, mit 1-0 ein Tor zu schießen und danach stellst du dich hinten rein, machst nur Verteidigung und gewinnst 1-0. Oder du willst das 2-0, 3-0 machen, aber wirst ausgekontert und wirst dann ein 1-1. Verstehst du, was ich dir sage? Ja. Das ist das Problem. Aber wir hören mal weiter. Wir hören mal, wen wir hier noch haben. So. Machen wir mal weiter mit Mertkan. Wie? Mertkan. Das ist unser Berliner Gangster. Der Berliner G. Berlin! Mertkan, wir haben dich eingeladen. Hier auf das X. Benachrichtigungen, Herzchen, Gelsene. Gelsenesen. Eyo, Mertkan. Bruder, das wird echt hier wieder eine enge Runde jetzt. Wie viele Kandidaten haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay. Mertkan, neredesin? Mertkan, taal. Okay, probieren wir das gleich nochmal mit Mertkan. Aha, machen wir mal weiter mit Masi 999. Wie wird der geschrieben? M-A-S-I 999. Ist auch Frankfurter. Achso, der andere. Okay, ich weiß wer. Masi, wir haben dich eingeladen. X, Benachrichtigungen, Herzchen, kommen Sie rein. Wir haben überall hier Leute aus ganz Deutschland. Diese. Ja, genau. Abland. Hi. Wie geht's? Gut, selber? Bruder, muss immer. Ey, hast du eine Störung gemacht, Bruder? Tut mir leid, ganz kurz. Okay. Ja, Kapo, wie geht's? Wie geht's? Ja, das lammer sie. Muss immer, Bruder. Ich hab dich schon nicht gehört. Ich hab dich nur kennengelernt, aber. Frankfurter untereinander Dribbling macht oder so, ne? Wie meinst du? Ganz viel Butter auf den Tisch, Bruder. Wie meinst du, Bruder? Ich hab dich nicht verstanden. Ihr kennt euch nicht persönlich, oder? Achso, nein. Ja, geil, Bruder. Ja. Du musst heute loslegen. Okay. Ah, das ist heute hier auf jeden Fall, wird es hier wieder eine harte Runde. Ich bin sehr gespannt. Ich hab dich noch nicht gehört, wir haben nur einmal gesprochen bis jetzt. Ich bin mal gespannt, was du so kriegst. Okay, dann soll ich loslegen, ja? Ja, ja normal, fang an. Okay. Ich bin gespannt. Guck mal, mein Oberteil, Bruder. Ist ja mein Oberteil irgendwo? Egal, ich schalte auf Oberteil. Okay. Mach ein bisschen leiser. Ist vom Sound her gut? Warte, die Drums müssen. Yo, check, motherfucker, yeah. Okay. Nice, perfect, yeah. Okay. Yeah, genau da. Damn. Murphy! Damn. Check. Yeah. Genug gesagt, bin World Greatest, so wie Smith, Michael Jackson oder Body Rich, meine Fans und Raven. Fuck, Mann, ich hab gepasst. Fuck. Gib mal Text. Gib mal den Text. Hab ich noch einen Joker überhaupt? Ja. Okay. Alter, fuck. Jetzt okay, nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Konzentrier dich. Geh mal entspannt, okay. Ganz locker. Da hast keine Eile. Ganz entspannt. Mann. Egal, scheiße. Genug gesagt, bin World's Greatest, so wie Smith, Michael Jackson oder Roddy Rich. Ey, bei uns in England sagt man holy shit, doch bin wieder blow, so wie ein Polizist. Ey, Masi ist Motherfucker, oh mein Double Tap ist voller Klapper, war mein Best Artist und immer noch undercover. Doch wenn Gott will, sei nicht bei Warner Brothers. Ey,
ist ein Gold. Und heute krieg ich Feuerflammen von verheißen Bitches wegen diversen Instagram-Posts. Du betreiben Ketten, ein Rap mich für live wetten. Night Session, Philipp Klein festen. High Fashion und schon wieder muss ich ein Zeichen setzen. So wie Business Mates, sei so still wie Dre. Kopf die Soten und die Silver Haze. Meine Bitches sehen so aus wie Siri David und verwechseln mich jetzt mit Billy Ray. 931. Ja, chill mal, du sollst den krassen Hut machen. Soll eine krasse Hut machen, Bruder? Ja. Okay, let's go. Ja. So viel Dope im Plan. Rapper flexen, weil sie haben jetzt eine Rodeo. Brother, alles weg, die Marken sind nicht original. Ich bin am Ball und flieg so hoch, als wäre es Kopitag. Ich hab Dope im Plan. Same shit, different day. Day, day. I'm God, I'm feeling so great. Great, great. Say same shit, different day. Day, day. I'm God, I'm feeling so great. Great, great, great. Hey yo, 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 hey yo. Und den kann das war man auch der Verletzte da, oder? Bruder, bei dir kann man sich nicht mit Corona anstecken, ne? Unmöglich, unmöglich. Doppelte Sicherheit. Ich weiß, wer das ist. Der Karat auf Wisch. Masi, geil, Bruder. Geil, geil. Hat mir gefallen. Ja. Übertrieben. Dein Joker, dass du den verkackt hast, das hat dir natürlich noch die Sache ein bisschen erschwert, aber an sich war es sehr gut. Die Hook hat mir gefallen, du hast geil gerappt. Kapo, ich fand die Hook auch sehr gut. Ich fand die Hook oder sehr, eben gerade, ich habe geprobt, ja, wie ein Meister. Ist normal, ja. Ist normal, gehört dazu. Ja, aber ich sag dir, die Hook hat auf jeden Fall geknallt, vor allem auf den Style, weißt du? Ja. Ja. Ist cool. Ist voll der Part klar. War auch brutal. Sehr gut, war richtig gut. Ja. Gute Song, war geil, hat mir gefallen. Hören wir mal den Rest an. Okay. So Leute, jetzt siehst du, Kapo, die Leute werden langsam nervös, dann fangen die an mit diesen Textpatzern. Ja, ja. Schwerer, weißt du? Ich merk schon auf jeden Fall. Okay, okay, aber war gut. Aber die Hook hat mir gefallen gerade, die Hook hat mir sehr gefallen. So, machen wir mal weiter mit Mertka. Mertkan, jetzt hier auf X und dann in die Benachrichtigung. Ja, so, Mertkan, yo. Ja, salam alaikum. Alaikum salam, hash bettek. Alhamdulillah, wie geht's dir? Auch, auch. Was machst du? Nichts, Bruder. Hier sitzen, im Café, auf Iftar warten. Welche Kaffee hat das auf? Kaffee, dann können wir da. Es ist noch, wie du siehst, Baustelle. Es ist The Room, heißt das Café. Es ist ein neues Café in Berlin, was bald eröffnet. Die neue Nummer 1 in Berlin. Wenn ihr mal hier seid. Was sagst du? Shisha, was gibt's da? Shisha, Essen, Küche ist top, Pfeifen ist top. Okay. Also haben wir hier noch direkt Werbung noch mit dabei. Für die Brüder immer, du weißt. Wann ist die Eröffnung? Bruder, sobald Corona aufgeht. Die warten jetzt nur noch hier, bis Corona endlich mal zu Ende ist. Ja, dann und danach, ist ja inshallah, ist die Eröffnung. 29. Kann man da ja auf jeden Fall danach Shisha rauchen in 2-3 Jahren. Ja, wenn es so weitergeht, anscheinend. Mertkan, du hast hier harte Konkurrenz. Ja. Sind Hooks deine Stärken? Ja, also ja, aber es sind halt nicht diese Hooks wie heutzutage. Heutzutage ist ja einfach nur noch dieses Autotune und hintereinander Songs schreiben, das einfach nur noch gut klingt. Ja, aber ich finde immer, Straßenrap als Hooks gut zu verpacken, ist immer schwieriger als das Gesangliche, sage ich mal, von heute. Kapo? Das sehe ich nicht so, Bruder. Wie meinst du das? Ich sehe das nicht so, dass es einfach ist. Also ich finde, heutzutage ist gar nichts mehr einfach geworden. Da ist schon sehr viel gemacht worden. Es kommt einem alles irgendwie so bekannt vor, weißt du? Ja, also das, generell das etwas sowieso zu machen, was einen jemanden so abholt, weißt du, was ich meine? Das ist die Kunst geworden, generell auf Straßenebene oder auf melodischer Ebene. Ja, nein, das ist ja was anderes, dass du dich von den anderen abhebst. Das muss ja sowieso sein.
Aber ich meine, dieser Vergleich von, sage ich mal, dieses Gesangliche, dieses Mainstream gegen Straße. Vieles ist gleich, aber vieles im Street-Rap ist auch gleich. Das klingt auch gleich. Oft hast du so Rapper, du hörst den, dann weißt du schon direkt, ah, okay, der klingt so wie das. Ja, das stimmt. Was? Mir zum Beispiel fällt Straßenrap einfacher, Bruder, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, was ich meine? Ja, ist ja auch so, ja. Du kommst ja auch eigentlich von Straßenrap. Ja. Ein Straßenrap ist auf jeden Fall einfacher als eine, sag ich mal, eine größere. Das ist klar, das ist normal. Das sind wir uns alle einig. Ne? Jeder einen Rap kannst ja locker du brauchst nur ein Motto und dann ja, Rap. Ja. Aber wenn du eine richtig gute Straßenrap-Hook hast, dann ist die auch vielleicht besser als eine gute 100%. Gesungene Hook zum Beispiel. Weißt ja, du? Man muss halt einfach probieren und machen. Mertka, lass uns nicht den heißen Brei reden. Ich hoffe, du chokst nicht. Okay. Bruder, nur beim letzten Mal habe ich jetzt, meine Jungs haben gesagt, man hat mich nicht so gut gehört. Wir machen mal einen kurzen kleinen Test, dann sagst du mir, ob es so gut klingt. Okay. Das machen wir so in der Mitte einfach an. Bruder, wir sind hell wach wegen den Problemen, die ich hab. Schlafen bis Mitternacht, Bruder, es ist seltsam, was wir tun für die Dangers. Arabisches Ziffernblatt. Ist das so gut? Ja. Ja. Okay. Einmal von vorne. Mach mal kurz ab. Was sagst du, Bruder? Ein Tick leiser, bitte. Ein Tick leiser. Machst du von da? Okay. Bruder, ich bin hell wach wegen den Problemen, die ich hab. Schlafen bis Mitternacht, Bruder, es ist seltsam, was wir tun für die Day. Just arabisches Ziffernblatt, Bruder, ich bin hell wach wegen den Problemen, die ich hab. Schlafen bis Mitternacht, Bruder, es ist seltsam, was wir tun für die Day. Just arabisches Ziffernblatt, Bruder, ich bin hell wach wegen den Problemen, die ich hab. Schlafen bis Mitternacht, Bruder, es ist seltsam. Was wir tun für die Day, just arabisches Ziffernblatt. Wie ist die Straße, wir kriegen Hunger durch Bleifressen. Wollen ein Leben mit dicken Hummers durch Einbrechen. Unser Leben läuft, dicken Kummer, Mike Session. Ich bin Straße, doch dicke Mutter von Rheinketten. Es ist MK, King Baba, Geld aller Simsala, Schüsse aus dem Impala. Kriminell, weil wir in den Taschen Platz haben. Brüder observiert wegen sechsstelligem Sachschaden. Ja, es herrscht auf der Straße Krieg. Benzer, Brabus, Jeep, Hotbox, Gelatte, Weed. Hasse, bis mein Sohn auf Bodenheizung steht. Odemar, Piquets, Marmorites, Kobe, Fleisch, Filet. Ich bin anders als die anderen 10. Wenn meine Brüder hinter mir nicht nur zum Becken stehen. Wir tragen Ketten um den Hals. Es macht Pam, Pam, du weißt. Keine Elfen, just doch jagen hier Batmans und Hikes. Gippi. Geil. Die Hook war gut. Die Hook war solide. Dankeschön. Die ging klar. Im zweiten Teil hättest du besser. Du, wie du gemacht hast, du bist seltsam. Ich dachte mir, es sollten etwas haben, was halt so anders ist. Deswegen ist halt dieser Effekt so da. Ist nicht schlecht, ist aber sehr nur vereinfacht. Sehr vereinfacht. Meiner Meinung nach, da hättest du ein bisschen kreativer sein können. Okay. Was sagst du, Capo? Bruder, ich fand den Part, der Part hat mir sehr gefallen. Die war sehr Part stark, war, der Part. Part war brutal. Und vor allem auch die Vergleich, das war jetzt nicht diese Worte, die nicht jeder benutzt. Also es ist cool, auch diese Vergleiche, die Bilder, die er schießt, die haben mir gefallen. Genau. Bei der Hook muss ich mich dem Farid anpassen. Die Hook jetzt auf jeden Fall ein bisschen nochmal umswitchen können, vielleicht nochmal aufbauen können, vielleicht nicht wiederholen können. Weißt du, einfach vielleicht andere Bilder noch bringen, weil du hast dir im Part so viel Mühe gegeben. Genau. Und dann in der Hook dann nicht, weißt du, und dann, das fällt einem dann auf. Hättest du jetzt das noch gemacht, dann wäre das, glaube ich, so viel besser geworden, weißt du? Okay, nein, weiß ich Bescheid. Aber insgesamt war es... Aber Part war super. Der Part hat mich auf jeden Fall geflasht. Das ist auch zum Beispiel dein bester Rap-Part, den ich bis jetzt gehört habe. Also du wirst immer besser. Dankeschön, Bruder. Du wirst immer besser und der Part, der hat mir auch super gefallen. Okay, wir sehen uns. Okay, salam alaikum. Alaikum salam. Der rappt gut, ne, Capo? Ich finde, der rappt auf jeden Fall gut, der Bruder. Der Part hat mir sehr gefallen, wie gesagt. Macht Spaß zu hören, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay.
Fabre, du bist der Nächste. Wie viele haben wir bis jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Fabre? Fabre auf X und dann in die Benachrichtigung. Salam aleikum, Jungs, wie geht's euch? Aleikum salam. Dankeschön, Bruder, auch danke dir. Was machst du? Bruder, nichts Besonderes, gerade ein bisschen zu Hause, entspannen, zugucken. Bist du gut drauf? Ich bin sehr gut drauf, Bruder. Hast du die anderen gehört? Ich hab die gehört, Bruder, ja. Und, kommst du weiter? Bruder, das liegt, die Entscheidung liegt in Gottes Hand, Bruder. Deswegen, ich will nicht zu viel Kamellen, Bruder. Ich mach einfach. Und, ja, Bruder. Okay. Los, Fabri. Okay, Bruder. Yeah, Fabri. Ich erschieß Rapper, hör wie ich deutschen Rap auf dem Beat schredder. Der beste Joker der Geschichte, so wie Heath Ledger. Im Gegensatz zu letztem Jahr bin ich heute viel besser. Ey, wa, yeah. Hier kommt Farid, sein Joker und fick dich Bastard in Ohnmacht. Ein Diamant aus Kosovo, der so einen grandiosen Flow hat. Ich fick jeden deutschen Rapper, der ein Statussymbol hat. Eure Flows alle geklaut, so wie ein Farid im Flohmarkt. Pass mal auf, wie du hier redest, besser änder die Tonart. Oder es endet mit Totschlag, wenn ich dein Management hochjag. So für'n Schreck wie Corona, denn ich bin Banger wie Mozart. Ihr seid alle weit gekommen, weil ich euch Blender verschont hab. Ich zeige keinerlei Erbarmen, es tut mir leid, aber ihr werdet es am eigenen Leib erfahren, dass ich euch kleinen Scheißer jage und ihr bettelt um Hilfe. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich jeden im Bell vernichte. Ich bin Fabre und mir kann keiner was beibringen. Besser, wenn du dir ans eigene Bein pisst. Deutsche Rapper wollen meinen Arsch, aber kriegen mich nicht. Nur um jedem zu zeigen, was für ein Niemand du bist. Ja, ich zeige keinerlei Respekt, setz mein Fokus jetzt aufs eigene Geschäft. Ba, 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 ba. Ja, sie haben mich leider unterschätzt, gebe Gas, es gibt keinen, der mich brennt. Ba, 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 ba. Hab die Platzen in den Nike-Hator versteckt, Ratten rufen an, Leitung ist besetzt. Ba, 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 ba. Meine Feinde, ja, sie haben mich geweckt, alles wird gesprengt. Alles wird gesprengt, yeah. Und fang ich Künstler an zu dissen, nehme ich kein Blatt vom Mund, es werden Mütter angegriffen. Ich zerstückel euch wie Schnipsel und piss auf euren Grabstein. Ins Talent, ich bin seit Tag 1 final reif. Was wollt ihr ausrichten? Ich werde eure Lichter ausknipsen, denn keiner kann mit meinem Traum ficken. Und wer sich traut, hier meinen Namen in den Mund zu nehmen, den lass ich untergehen, so wie wenn deine Mutter bläst. Hier wird nicht indirekt gedisst, ihr Nutzen seid wie Campus Leis, ihr bekommt Stiche ins Gesicht. Eure Texte, die ihr kickt, sind schon Monate her. Der erste, der mit mir fickt, wird zu Tode erklärt. Ich lass den Basic schwingen, so wie wenn du den Boden grad kehrst. Meine Texte plus die Strophen und mein Flow so pervers. Ah, ich bin am Randalisieren, ich mache jeden Teilnehmer hier zu einem Abklatsch von mir. Ah, ja, ich zeige keinerlei Respekt, setz mein Fokus jetzt aufs eigene Geschäft. Ba, 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 ba. Ja, sie haben mich leider unterschätzt, gebe Gas, es gibt keinen, der mich bremst. Ba, 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 ba. Meine Feinde, ja, sie haben mich geweckt, hab den Nike-Hator versch... Ah, sorry, ich bin ein bisschen verkackt gerade, aber alles gut. Das war jetzt so die letzte Hook, Bruder. Bruder, guck mal, ihr rappt alle zwei Parts, dann verkackt ihr die letzte Hook. Der Son Drogo hat auch den zweiten Part verkackt. Das heißt, er war eigentlich schon durch. Nochmal. Bitte? Du musst nochmal ran. Okay, nochmal. Okay. Aber den zweiten Part, oder? Stimmt. Ja. Den zweiten Part, oder nicht? Warte. Aber nur ab dem zweiten Part. Okay, warte kurz, bitte. Warte. Ja, ich zeige keinerlei Respekt, setz mein Fokus jetzt aufs eigene Geschäft. Ba, 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 ba. Ja, sie haben mich leider unterschätzt, gebe Gas, es gibt keinen, der mich bremst. Ba, 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 ba. Hab die Batzen in den Nike-Hator versteckt, Ratten rufen an, Leitung ist besetzt. Ba, 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 ba. Meine Feinde, ja, sie haben mich geweckt, alles wird gesprengt, alles wird gesprengt. Ja, yeah. Und
fange ich Künstler an zu dissen. Nehme ich kein Blatt vom Mund, es werden Mütter angegriffen. Ich zerstückel euch wie Schnipsel und piss auf euren Grabstein. Instalent, ich bin seit Tag 1 final reif. Was wollt ihr ausrichten? Ich werde eure Lichter ausknipsen, denn keiner kann mit meinem Traum ficken. Und wer sich traut, hier meinen Namen in den Mund zu nehmen, den lass ich untergehen, so wie wenn deine Mutter bläst. Ihr wird nicht indirekt gedisst, ihr Nutten seid wie Campus Lice, ihr bekommt Stiche ins Gesicht. Eure Texte, die ihr kickt, sind schon Monate her. Der erste, der mit mir fickt, wird zu Tode erklärt. Ich lass den Basic schwingen, so wie wenn du den Boden grad kehrst. Meine Texte plus die Strophen und der Flow so pervers. Fabre, ich bin am Randalisieren, ich mache jeden Teilnehmer hier zu einem Abklatsch von mir. Ja, ich zeige keinerlei Respekt, setz mein Fokus jetzt aufs eigene Geschäft. Ba, 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 ba. Ja, sie haben mich leider unterschätzt, gebe Gas, es gibt keinen, der mich trefft. Ba, 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 ba. Hab die Batzen in den Neikartoff versteckt, Ratten rufen an, Leitung ist besetzt. Ba, 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 ba. Meine Feinde, ja, sie haben mich geweckt. Alles wird gesprengt, alles wird gesprengt. Wow. Geschafft. Da hab ich jetzt hier echt mitgezittert. Normalerweise hätte ich gesagt, du warst für mich der Beste bis jetzt. Aber durch deine Joker, den du eingesetzt hast, okay, hast du dir natürlich wieder ein Bein gestellt. Aber dein Part war gut, Punchlines ganz brutal. Du bist echt auf einem sehr, sehr hohen Level. Dafür, dass du noch nicht irgendwie so groß Art bist oder noch viel gemacht hast oder so. Die Hook war auch solide. Zum Beispiel Erdkan hätte so eine Hook zum Beispiel machen sollen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. So viel, also mir hat's gefallen. Du hast das Beste draus gemacht. So habe ich mir das auch vorgestellt. Was sagst du, Capo? Ja, du sagst ja schon, Punchlines, Bruder. Punchlines auf jeden Fall. Macht dir keiner was vor. Du bist gut dazu, was du machst. Hook auch, super. Halt auch angepasst an deinen Part. Hat super gepasst, auch mit dem zweiten Part. Man hört auch weiter zu, also man kriegt keinen, hier macht man weiter oder so, weißt du, man hört sich das bis zum Ende an. Da du auch die Hook einfallsreicher gebaut hast, du hast da mehr Abwechslung drin, auch Wortwahl, mehr Wörter drin, man hört es halt bis zum Ende gerne. Ich finde das super. Ich finde das super. Das Ding war halt bei dem anderen Kollegen Farid, bei Merkan, das war auch ein ganz anderer Style, glaube ich. Er ist halt komplett auf Straße, halt nur auf Straßenthemen und er ist auf Punchlines gegangen. Und deswegen, ja, weil der auch zum Beispiel so eine Hook, die nach vorne geht, so, weißt du? Vom Konzept her war bei ihm runter. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das heißt nicht, dass der Merkan schlecht war. Der Merkan war auch geil. War super. Genau. Auf jeden Fall, das wird hier, ihr macht die Sache nicht einfacher mit Entscheidungen durch das Choken, aber wir sehen uns morgen, oder? War sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Fabri. Dankeschön, Bruder Herz. Ich küsse dein Herz. Wir sehen uns morgen. Fabre, super. Mach weiter so, Fabre. Ja, der war gut. So, weiter haben wir. Wir haben jetzt noch im Angebot Tano, Lisai, Die, San Andreas und Race. Wen wollt ihr hören? Was mit Knele? Knele kommt auch noch. Stimmt, den Knele haben wir auch noch. Den holen wir gleich. Der muss seinen Part machen und der weiß, in seinem Part heute muss er wieder so eine Frauending haben. Ne? Okay, wir machen mal auf deine Seite gegangen. Sorry. Ich bin jetzt mal auf deine Seite gegangen. Ich habe mir die Wiederholung angeguckt vom letzten Mal. Nur um Knill zu sehen. Ich schwöre bei Gott, ich habe mich tot gelacht. Ich konnte nicht mehr. Ich war so am Ende, Bruder. Unglaublich. Der ist irre, der Typ. So. Machen wir jetzt weiter mit. Boah, wen? Lisa ist. Oder? San Andreas. Rap-technisch auch einer der besten. Wie gut sind seine Hooks? San Andreas? X, dann in die Benachrichtigungen und let's go. Yo, Ferry, yo, Capo, was geht ab? Wie geht's dir? Ich habe mir eure Ansprache da vom letzten Mal angehört, ich bin zu chillig. Deswegen, ich habe dann diese Energie einfach nochmal ein bisschen genommen. Ja. Okay, bis wir noch.
Ich habe überlegt, singe ich ein bisschen, aber habe ich gedacht, so, ich kann das auch, aber ich habe gedacht, komm, ihr habt mich so gepusht, da kam ich eher so mit Energie. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich brauche ein bisschen so in die Fresse. Zeig, was du drauf hast, wir wollen dich hören, Bro. Alles klar, Bruder. Ja, warte, Bruder, wir müssen erstmal mit die Beat gucken, weil ich möchte, ich das letzte Mal so wegen dieser Internetkacke und so. Okay. Ja. Aber nicht mit dem Eisbergfell. Yeah. Aus der Gosse, Bruder, ja, da bin ich aufgewachsen. Ein harter Kampf, um es aus der Scheiße nur rauszuschaffen. Lächerlich, wie die Leute probieren, dich aufzumachen. Pumpen ist im Lump, bis die Boxen in ihren Augen lachen. Je dreckiger die Straßen, desto dreckiger das Leben. Je dreckiger die Ratten, desto dreckiger die Schläge. Je dreckiger die Beats, desto dreckiger der Sound. Dreckig ist die Liebe, noch dreckiger ist heute ein Vertrauen. Kenn den Block, kenn die Jungs, weiß auch, wer das krasser packt. Abgepackte Straßen, Schlag auf Kosten von dem Vaterstaat. Und nennt man das den Vaterstaat, ist die Mutter safe, ne Hure. Kein von uns geht es gut arbeiten, geht mir mit. Schreibe nur gerade die Zeilen, vor allem meine Mama da draußen. Die alle die Packs in der Kälte verkaufen. Bringe den Rap in the back in die Town. Komm mit der Gang und fresse sie auf. Wicke die Trends von den lästigen Clowns. Und bald geht meine Rechnung auf. Renn und sag dein Homies, rest in peace. San Andreas und ich kenne dieses Tweet. Yes, please. Halt die Fresse, denn ich bänge wieder mies. Wieder mies. Ist mir scheißegal, wie du das alles siehst. Mit Spaß. Ich bleibe real. Rest in peace. Konkret von 100 Mann und einer Crazy Sweet. Ich komm vom Underground, hab Hunger und will Beat. Es ist mir scheißegal, wie du das alles siehst. Ich bleibe real. Je dreckiger der Job, desto dreckiger das Business. Je dreckiger der Block, desto dreckiger die Snitches. Je dreckiger die Lügen, desto dreckiger die Wahrheit. Dreckig sind die Tüten, noch dreckiger ist nur dieser Nein. Komm in deine Gegend, verbinde deine Bude mit dem Molotov-Cocktail. Hol dir die Wunde in den Block drehen, wo Bullen alle Jungs Jobs nehmen. Smoken nur, bis der Kopf dreht. Hunde suchen die Outbacks. Alle Kanäle verballern die Scheine stundenlang in den Ortsäten. Heute hat sich vieles verändert. Sie kennen alle den Flavor. Rappen nur, was ich gesehen hab. Trafen im Leben noch viele Verräter. Viele hätten gerne Beef, ja. Aber treffen nicht den Beat. Nein. Also nutze Renn und sag all deinen Homies. San Andreas und ich kenne dieses Tweet. Halt die Fresse, denn ich bänge wieder mies. Wieder mies. Ist mir scheißegal, wie du das alles siehst. Griffbar. Ich bleibe real. Rest in peace. Komm, red von 100 Mann und einer Crazy Sweet. Crazy Ich komm vom Underground, doch Hunger und will Beef. Es ist mir scheißegal, wie du das alles siehst. Griffbar. Ich bleibe real. Rest in peace. Endlich mal einer, der nicht geschaut. Was? Endlich mal einer, der seinen Text nicht verpatzt hat. Nein, Kapo, normal. Was sagst du? Kapo, ich will Kapos Meinung. Ne? Ich find's gut. Die Parts sind stark, Bruder. Die Parts sind sehr stark. Auch abwechslungsreich, was den Flows gespielt. Hook. Ja. Ja, war auch gut. War auch dem Thema angepasst, war dem Thema gerecht. War super. Solide. Solide. Alles ja, klar. Ganz brutal, ne? Mega, richtig gut. Wie immer. Und die Hook solide, der Fokus liegt in dieser Runde bei der Hook. Okay. Ja. Aber das ging auf jeden Fall durch. Das war jetzt nicht schlecht. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Wir sehen uns. Alles klar, Jungs. Ja. Wir sehen uns. So. Okay, weiter geht's. Oh. Tano, Lisa, die Race. Lisa. Wird schwer, ne? Wer geht raus? Wer muss uns verlassen, Kapo? Auf jeden Fall. Also ich sehe auf jeden Fall morgen Battles ohne Ende. Ich sehe nicht nur ein Battle, sondern ich sehe Battles ohne Ende. Warum? Ja, wie viele, das wird die schwierigste Entscheidung. Hast du einen, Entschuldigung, Jungs, hast du einen, der heute sicher weiter ist im Kopf? Ja, nicht du, der redet mit dir. Also. Ich habe auf jeden Fall einen, habe ich, ja, einen habe ich. Ich habe sogar zwei, wie es aussieht. Okay, ich habe zwei. Ja. Okay, vielleicht haben wir jetzt drei. Ich hab zwei. Ja, Mann, ihr hört heute auf jeden Fall was anderes von mir, etwas, was ich fühle, was mir ganz, ganz tief im Herzen liegt. Gib mir den Beat einfach, ich kick den. Okay. Wie geht's euch erstmal? Alles okay? Alles gut bei euch? Alhamdulillah, und bei dir?
Auch, auch. Wie läuft Ramadan? Seid ihr am Fasten? Baba, ja. Ich nicht, ja. Ich habe heute nicht gefasst. Ich habe nicht gefasst. Läuft gut, ja. Ja, sehr gut. Ja, egal. Fast du morgen, dein Bruder. Kapo, bei dir alles gut, ja. Inshallah? Ja, Gott sei Dank, Hamza. Hier ist gut auch am Machen, am Machen. Freue mich auf eure Parts. Lisa, bist du der Jüngste jetzt hier noch? Ich bin 18, ja. Ich glaube, du bist der Jüngste hier, ne? Ja, das kann gut sein. Ey, ich habe letztes Mal ein Video von dir gesehen mit Ciao, ne? Ja. Ja, das war cool. Lisa, woher kommst du nochmal her? Aus Herne. Aus Herne, Herne. Ach, Herne, ja, stimmt, stimmt. Herne war das, ja. Okay, Killer. Okay. Okay, Lisa, warte, erstmal so einen Check machen. Ja, Mann. So. Einmal Soundcheck, okay? So, 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 lass du erstmal. Nein. Nein, nein, das ist zu wenig. Hört den Beat? Wie geht das ums Bara? Das ist meine. Okay, bisschen noch orientalisch. Hör zu. Ist okay, ah, so, ne? Ja. Mach. Das ist meine Dunja. Wie geht es ums Para? Das ist meine Dunja. Mach Para für Mama. Das ist meine Dunja. Marlboro Cigara. Das ist meine Dunja. Mach Tija Tija Rara. Das ist meine Dunja. Wie geht es ums Para? Das ist meine Dunja. Mach Para für Mama. Das ist meine Dunja. Marlboro Cigara. Das ist meine Dunja. Mach Tija Tija Rara. Check. Du willst kein mein Big werfen, nimm mein Leben, denn das Leben, was wir leben, hab's und hinter Gitter, 8 Quadratmeter, ohne Heizung und Tapeten, doch ich hab gesagt, ich soll uns raus, Mann, ich zieh die Fäden. Wenn ich ehrlich bin, vermisse ich diesen Brennpunkt, vermisse die Klamotten in meinem Schrank, ohne Rechnung, vermisse es zu flüchten, vor die Wasch in den Presto, viel zu lang im Regen, baue durch Mucke eine Festung. Ich soll uns hier raus, weil ich muss, ich soll uns hier raus, Gott ist groß. Ich soll uns hier raus, mit Schmerz in der Brust, ein Wort über Familie und es fällt ein Schutz. Das ist meine Dunja. Hier geht es ums Para. Das ist meine Dunja. Mach Para für Mama. Das ist meine Dunja. Marlboro Cigara. Das ist meine Dunja. Mach Tija Tija Rara. Das ist meine Dunja. Hier geht es ums Para. Das ist meine Dunja. Mach Para für Mama. Das ist meine Dunja. Marlboro Cigara. Das ist meine Dunja. Mach Tija Tija Rara. Leben verkackt, weil der Teufel mich suchte. Er kam, sah und fluchte. Mein Bruder steht hinter mir. Lisai. Was machen wir? Guck, bei Tränen, inshallah. Nie mehr kurz vor 8 auf dem Gabelstapler. Lenk Yamaha, fick Tamara. Bleibe derselbe Republik Araber. Lebe verkackt, weil der Teufel mich suchte. Er kam, sah und fluchte. Mein Bruder steht hinter mir. Lisai, was machen wir? Geil, cool. Warte. So, also Jungs, die Parts waren solide, die Hook war jetzt nicht so der Bringer, ehrlich gesagt, Bro. Ich habe mehr erwartet von dir. Was sagst du, Capo? Willst du noch ein? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Die Hook hätte auf jeden Fall besser gemacht, also hätte sie besser machen können. Hätte ich mehr reinnehmen können. Können wir noch einen kicken? Oder ich will meinen Joker kicken, ja. Ich will meinen Joker kicken. Der Joker, guck mal, das müsst ihr einmal checken. Der Joker ist, wenn man verkackt. Das ist nicht ein Joker, wenn du, dass du irgendwie einen anderen Song machst. Sondern Joker ist, Mr. Real letztens falsch verstanden. Der Joker ist, wenn du einmal chokst, dann hast du nochmal die Chance. Ach so, okay. Das ist nicht jetzt, du hast... Du kriegst eine Beurteilung. Ja, okay, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich mache jetzt nochmal einen anderen Part. Dann ist das ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Versteht ihr, Jungs? Aber habe ich jetzt nicht verstanden. Sorry. Bitte. Wer von beiden rappt jetzt, Bruder? Ich habe jetzt nicht verstanden. Mein Bruder hat nur so den Beirer gekickt. Wir beide Lisa rappen, aber der hat in dieser Teilnahme teilgenommen. Okay, aber du hast gerade einen Part gerappt. Ja, ja, ich habe am Ende noch einen Part. Die sind ein Team. Das ist sein Bruder. Der rappt einfach mit ihm. Ach so. Okay, okay, okay. Also. Okay. Aber wir würden gerne noch einen kicken. So, vielleicht okay morgen, ist. Vielleicht morgen bei einem Battle, dann auf jeden Fall solltet ihr euch vielleicht darauf vorbereiten. Könnte sein. Okay. Schauen wir mal, was erwartet. Okay. Okay, also. Bis dann. Ciao, Jung. Okay.
Wir haben jetzt Race, Dee und Tano. So, fangen wir mal, holen wir uns jetzt mal Race rein. Race. Wie geht's dir? Bei mir alles gut und bei euch? Auch. Ey, wer ist deine albanische Sängerin? Meine Lieblingsalbanische Sängerin? Von Albanien, von den Sängerinnen da. Bruder, von den Neuen würde ich einfach Tainer sagen. Von den Alten kenne ich leider nicht so viel. Was findest du? Aber ich höre nicht so viel albanische Musik. Was magst du an Tainer? Bruder, bitte nicht. Ihre Musik. Ich gucke viele Videos von albanischen Sängern, von Tainer und Morena Taraku. Okay. Warum guckst du sie? Ja, ich mag gerne albanische Musik. Ah, okay. Ey, Ray, du hast immer super Parts. Jetzt wird sich auch zeigen, du hast ja auch 2 Rekorde gebrochen bis jetzt, oder? Genau. Jetzt wird sich zeigen, ob du auch die besten Hooks hast oder deine Hooks so gut sind wie deine Rap-Parts. Ich konnte bis jetzt noch, also ich habe bis jetzt noch keine Hook gebracht. Heute hört die zum ersten Mal 2 okay. Hooks. Und ja. Die 2 Hooks, wie meinst du das? Wie? Wie meinst du das mit 2 Hooks? 2 Hooks, das heißt eine melodische und eine harte, zum zeigen, dass ich beides kann. Okay. Auf einem Song, ja? Auf einem Song? Ja. Also okay. Beat wechselt, ich wechsle den direkt, es gibt keine Unterbrechung. Okay, dann leg los. Okay. Gut. Vollgas. Let's go. Laut. Leise. So. Jeder nennt dich Bruder heutzutage, aber nur an guten Tagen. Sie wollen dein Profil, besser pass auf, wenn du traust, denn du fällst ganz schnell. Jeder nennt dich Bruder heutzutage, aber nie an schlechten Tagen. Sie wollen dein Profil, besser pass auf, wenn du traust, denn du fällst ganz schnell und dann nimmt dich niemand auf. Ich erzähl euch eine Geschichte, fühlt sich nicht so gut an. Du hast dich verändert, du warst wie ein kleiner Bruder. Ich war jeden Tag für dich da, genau so wie du's warst. Doch es zeigte sich, dein Wort ist nicht Korsett, sondern Kupfer. Ich hab viel für dich getan, hab zu viel gegeben, läufst wie ein Gangster durch die Stadt. Und denkst du fickst jeden, dein Haus ist nicht, fängt sich an für dich in den Boden zu schämen. Ich hab dir gesagt, nur die Kleinsten würden groß von sich reden. Hab gedacht, du merkst das, doch du änderst dich, seitdem ich weg war. Aber du warst immer selber schuld, weil du zu mir nicht echt warst. Du bist seltsam, als du herausgefunden hast, dass ich es bemerkt hab. Ich hab erfahren, du hast mich verraten. Und das Ganze für eine Frau, das ist doch nicht zu fassen. Was willst du mir noch sagen? Deine Freunde sind jetzt falsche, ignorante, miese Schlammen, die dich mit einem Stich da lassen. Doch du wolltest gehen und ich hab dich gelassen. Denn ich hab gesehen, nein, du bist nicht erwachsen. Du bist abgedreht von dem, was die Leute sagen. Doch hast damals angegeben, als wir beide uns kannten. Doch du wolltest gehen und ich hab dich gelassen. Denn ich hab gesehen, nein, du bist nicht erwachsen. Du bist abgedreht von dem, was die Leute sagen, ey. Denn jeder nennt dich Bruder heutzutage, aber nur an guten Tagen. Sie wollen dein Profit, besser pass auf, wenn du traust, denn du fällst ganz schnell. Jeder nennt sich Bruder heutzutage, aber nie an schlechten Tagen. Sie wollen dein Profit, besser pass auf, wenn du traust, denn du fällst ganz schnell und dann nimmt dich niemand auf. Gleich weiter, Bro. Es reichen ja nicht nur die melodischen Hooks. Warte, das reicht. Ey, ganz kurz. Was? Ganz kurz, das reicht eigentlich. Ich dachte, das wäre in einem. Wir können nicht 2 Performances. Die eine geht erste nicht? Die reicht. Nee, deswegen habe ich auch gefragt. Dann hätte ich die 2. zuerst gemacht eigentlich, aber okay. Wir haben uns auch gefragt, beide auf einen Beat. Das habe ich ja am Anfang gefragt. Wir haben gedacht, wir haben auf einen Beat. Du wechselst ja den Beat jetzt. Ja, das stimmt, ja. Das aber es geht insgesamt nicht. Lieber, weißt du? Ja, okay. Wie ihr wollt. Ich kann sonst auch noch kicken und ihr bewertet das einfach nicht, sondern nur den ersten Teil, wie ihr wollt. Kick das, wir hören uns das an. Wir bewerten den ersten Teil. Okay, dankeschön. Runde
gerade vier, seh keinen hier auf diesem Level. Ohne eure Backings im Hintergrund könntet ihr nicht rappen. Wärst du allein, Dicker, dann wär das nicht mal halb so krass. Warte mal, mach das nach, denn auch alleine fick ich euch. Ich mach das everyday, bis kein Penny fehlt. Deutsches Rapper-Game, alle Texte fake. Das tritt euch wie Pfefferspray, alle kennen Rave. Deutsch Raps, Heavyweight, steht bei Rap Update. Ich hab alles schon gesagt, sie machen es mir nach. Ohne einen Joker und Backings rapp ich mein Part. Versteck dich, wenn ich dich jag. Rap-technisch stress ich dich ab. Biss mich und dann bist du letztendlich, hab dich am Arsch. Ey, ey, ey. Alles, was sie sagen, Papalapap. Jeder von denen redet, aber keiner macht einmal was. Deutscher Rapper, gute Texte, ja, so lange nicht gehabt. Mittlerweile glaub ich gar nichts, was ihr Bastarde sagt. Möchte wissen, ob deutsche Rapper noch in den Spiegel schauen können, wenn sie wieder für eine Single tausende Likes kaufen möchten. Ohne die Likes, Dicker, wär das nicht mal halb so krass. Warte mal, mach das nach, denn auch alleine fick ich euch. Ich mach das everyday, bis kein Penny fehlt. Deutsches Rapper-Game, alle Texte fake. Das ist euch wie Pfefferspray, alle kennen Rays. Deutsch Raps, Heavyweight, dick bei Rap Update. Ey, 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 everyday, bis kein Penny fehlt. Deutsches Rapper-Game, alle Texte fake. Das ist euch wie Pfefferspray, alle kennen Rays. Deutsch Raps, Heavyweight, dick bei Rap Update. Kapo. Das war geil. Welchen Part hättest du an seiner Stelle performt? Wir nehmen aber den ersten. Welchen hättest du genommen? Den ersten oder den zweiten, Kapo? Ich? Ja. Schwierig zu sagen. Ich find eigentlich beide waren so auf einer Stufe für mich, so vom Style. Okay. Der sucht okay. Style okay. Aus. Freut mich. Okay, finde ich auch. Die waren beide, keiner war schlechter als der andere. Perfekt. Ja, Race, super gut. Wir gehen nur auf die erste. Ja. Die war gut. Die Hook war gut und Kapo hat es letztens auch zu dir gesagt, dass viele in deinem Alter, die rappen so ganz harte Sachen, die nicht zu dir. Aber bei dir, das ist ein, du hast gute Themen und so, das ist gut, das gefällt mir, Alter. Du bist echt ein sehr, sehr guter Junge und für dein Alter bist du, glaube ich, einer der Besten. So. Also, Dankeschön. Richtig. Wie lange hast du mal gesagt, aber wie lange rappst du? 8 Jahre jetzt, seit ich 11 bin. Er rappst du schneller als ich? Sag wir können es mal ausprobieren. Was glaubst du, rappst du schneller als ich auf Game Changer? Willst du etwas wissen? Denn du hast mal eine Challenge gemacht, wo du gefragt hast, man soll das posten und hochladen. Mhm. Da hattest du mich in der Story, weil ich das auch gemacht habe. Ja? Genau, ja. Was habe ich geschrieben, der ist schneller als ich? Nein, soweit noch nicht. Vielleicht in deinem Alter bin ich vielleicht schneller, jetzt gerade nicht. In meinem Alter, da hast du noch 50 Jahre, Alter, bis du so alt bist. Trotzdem schwere Aufgaben, Bro. Nee, geil. Sehr gut. Okay, ja. Hören wir weiter. Freut mich. Schönen Abend zusammen. Okay, danke dir auch. Ciao. Dankeschön, ciao. So, jetzt haben wir noch die. Kano. 1, 2, 3, 4. Knelle. Noch zwei Leute, oder? Ja, und Knelle haben wir auch noch. Ah, drei. Mit Knelle haben wir drei. Auf den freue ich mich sehr. Okay, komm, wir holen noch die. Willst du mit Knelle Abschluss machen? Lassen wir uns überraschen. So. Die auf X in die Benachrichtigungen und dann rein. Was geht ab? Was geht's hier? Gut, und euch? Auch. Gut, Deutschland, die. Freut mich. Die. Yes. Bro, eigentlich heute sind viele Fehler, haben einige Fehler gemacht. Ich hab's gesehen. Du musst locker durchmarschieren heute. Ich gebe mein Bestes, Bruder. Leg los. Ja. Ja. Die. Okay. Immer bunte Scheine oder Packets auf Tasche. Immer Zombies in der Leitung, weil ich Staub packe. Ja, Geschäft ist Vertrauenssache. Liefer 24-7, weil ich brauch Patte. Wir sind Jungs, die am Block leben. Jungs, die vom Umsatz auf Straße mit Stoff leben. Jungs, die am Tag jagen, abends zu Gott beten. Jede Nacht fällt am Block Regen. Ja? Siehst du die Milli unterm Max-Wetter? Ich mach das alles nur für Essen auf mein scheiß Teller. Auf der Jagd, weil ich Luft im Bauch hab.
Leerer Blick, weil sich Frust gestaut hat. Zu viele Schlangen, mein offenes Auge. Ich hoffe zu viel, denn ich hab oft miese Laune. Ich komm nicht klar, wann gönnt mir Gott deine Pause? Ja, die Straße war mein Lehrer und der Block mein Zuhause. Loyalty, Family, Royalty, Hennessy. Um mit uns zu ficken, fehlt die Energy. Ich seh zufrieden aus, Digga, doch ich bin's nicht. Blaulicht und Blitzlicht, die Kälte hier hat's in sich. Loyalty, Family, Royalty, Hennessy. Um mit uns zu ficken, fehlt die Energy. Ich seh zufrieden aus, Digga, doch ich bin's nicht. Blaulicht und Blitzlicht, die Kälte hier hat's in sich. Sag, weißt du noch die Tage in der Hood? Wir waren füreinander da, es war keiner da für uns. In den Laden rein vom Hund, am Jagen mit den Jungs. Das war so normal, keine Frage der Vernunft. Jeder nennt dich Bruder, aber keiner kennt dich. Ich bin wählerisch geworden, weil die Zeit begrenzt ist. Für Familie und für Scheine kämpf ich. Ich mach weiter, bis auch Mama in einem weißen Band sitzt. Ich häng immer noch im Loch, auch im Winter noch im Block. Nur Gewinn in meinem Kopf. Auf paar Kilometer witter ich die Cops. What's beef? Lass sie zittern, wenn ich drop. Ja, ich komm dir mit der ekligen Masche. Nimm dir alles, was du liebst und die E's aus der Tasche. Kleiner Bruder, guck, ich red nicht, ich mache. Ich leb, was ich mache, unterwegs nur für Party. Loyalty, Family, Royalty, Hennessy. Um mit uns zu ficken, fehlt die Energy. Ich seh zufrieden aus, Digga, doch ich bin's nicht. Blaulicht und Blitzlicht, die Kälte hier sind sich. Ja, Digga. Geil. Kapo, was sagst du? Bombe. Bombe. Hart. Hook. Bei der ersten Hook checkt man das erstmal nicht, dass die Hook ist. Genau. Habe ich mir gedacht. Cool. Ist auch cool. Also ich feiere das. Man, wenn, ist halt immer so ein überraschend. Ja, eins. Das ist alles eins. Das ist sehr, genau. Wie sagt man? Heißt das homogen? Wenn das so, ist das so, ja, ne? Nein, aber solange es flüssig ist und gut rüberkommt, ist ja die Hauptsache. Voll, genau. Voll. Genau. Du hast eine geschriebene Stimme. Dein Text ist super. Die Performance ist auch top gewesen. Manche schreiben NG, das klingt wie NG schreiben. Ich kenne aber NGs Musik nicht. Ich muss mich mal beschäftigen. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Es ist halt einfach Straßendings gepaart mit Storyteller, so Situationen. Wer bin ich? Wie sind wir hier? Wie leben wir? So Lifestyle-Ding. Auch. Ja, das freut mich viel zu hören, dass ich nach mir klinge und nicht nach jemand anderem. Voll, voll. Der gleiche sind immer ein bisschen dumm. Ich kenne seine Mucke, klingt auf jeden Fall gut. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und war geil. War sehr gut, Alter. Hat mir alles klar, danke, Jungs. Die Performance gefällt mir, wie du die Dinge einsetzt, deine Stimme und so. Das gefällt mir. Danke, Capo, danke. Brutal. Deine Stimme ist ganz brutal und deine Texte sind gut, deine Reime sind gut, alles ist gut. Perfekt, das höre ich gerne, Bruder. Dankeschön. Okay, wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. So. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Kandidaten auf jeden Fall. Okay. Jetzt holen wir für dich Knelle! Oh. Was geht, Jungs? Danke, Sie, Brat. Gott, du dauerst, ich bin gerade ein bisschen. Ja. Schon ein bisschen. Capo, Bruder, ich wollte dir was sagen. Gestern hast du mich ja gefragt, woher ich komme. Ich komme aus Österreich. Ach so. Ja, Mann. Ey, Quäler, du hast dich bis zu meine Träume verfolgt. Und gestern und heute. Glaub mir, heute wird's. Du wirst dich kaputt. Du wirst um Sessel umfallen wie Mock und. Wie Mock unter der Brücke. Wie was? Wie? Jo. So. Okay. Das wird so wenig. So, meine Damen und Herren, heute ein bisschen mit Spanisch reingebracht. Und ja. Ich bin Businessman, mache Cash noch Hausaufgaben. Mock ist wie ein Straßenhund, er muss draußen schlafen. Bitte laber nicht von diesem Crack-Kochen. Was du in einem Jahr machst, mache ich in 6 Wochen. Jeder ist Dealer-Gangster, so wie Crips und Platz. Cruise ich mit nem Bobby Cardano um Mitternacht.
wenn ich komm, wenn ich dich mit meinem Brother anschlage. Du bist eine Ho, verkaufst Nudes auf Snap, ihr paar Amazon-Karten. Schlampen denken, sie wären Models für den Laufsteg. Und sind sie bei mir, ich koche nur ein Ausweg. Sie machen auf Narcos Clan-Boss, doch sie sind am Untergehen. Bushido ruft privat an und nicht die 110. Me llamo Knelle, tengo 30 años. Ich sag Hermosa, sie nennt mich Hermano. Beim zweiten Mal wurde ich rausgekickt. Gib mir einen Augenblick, hab deine V-Gap, ey. Me llamo Knelle, tengo 30 años. Ich sag Hermosa, sie nennt mich Hermano. Beim zweiten Mal wurde ich rausgekickt. Gib mir einen Augenblick, hab deine V-Gap, am. Me llamo Knelle, tengo 30 años. Ich sag Hermosa, sie nennt mich Hermano. Beim zweiten Mal wurde ich rausgekickt. Gib mir einen Augenblick, hab deine Frau gebt, ey. Wenn ich komm, heißt ihr Mock, komme mit Schulo. Ich bin der Boss vom Schulhof. Oh. Ich komm und zerfetz seine Babi, denn seine Tochter sagt: Kero, letzte Babi, Knele. Ja, ich will's tiefer in der Schnauze, aber auch nicht so fest, weil ich mein Kiefer danach brauche. Ich sag halt die Fresse, so jung Banger Chico. Du bist unterste Schublade wie das Bachelor-Niveau. Ey, me llamo Kelle, tengo 30 años. Ja. Was hast du da gesagt? Ich hab. Deine Frage ist schlecht. Ich hab ihn nicht verstanden. Nein? Deine Frage ist schlecht. Was hast du mit Kiefer gesagt? Sag mal, was hast du mit Kiefer gesagt? Ja, das muss ich auch wissen. Knele, ich will's tiefer in der Schnauze, hat auch nicht so fest, weil ich meinen Kiefer danach brauche. Gut, Alter, guter Text auch. Ja, gute Alter, warte, gefällt mir. Auf Torremolinos angelehnt. Ja, ja, Mann. Ich tu mir da drauf, auf das Tape, Teil 2, mit Marvin. Wie bitte? Wie alt bist du nochmal? Ich bin 13 Jahre alt. Okay, okay. Ja, Mann. Cool, Alter, cool, ich feier das Training, ich schwöre dir. Knelle, ja. Wer war für dich der Beste heute? Bruder, es waren alle übertrieben krass. Es ist nur traurig wegen Sondrogo, dass er reingeschissen hat. Aber Bruder, morgen sind ja die Battles. Wer weiß, ob er sich noch daraus retten kann. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber wer weiß. Okay, wer war der Beste in der letzten Runde? Tano, und den holen wir jetzt rein. Hau rein, Knelle. Man sieht sich, Bro. So, pass auf, so. Sicher. So, Tano, auf dich sind wir gespannt. Alle Augen auf dich. Jetzt ist deine Chance. Da ist er. Oft habe ich seinen Namen heute schon in den Kommentaren gelesen. Ja. Tano, 77, jetzt bist du dran. Geh auf das X und dann in die Benachrichtigung. So, insgesamt war es eine schwierige Runde. Tano, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Oh, Internet läuft nicht gut, wa? Bei dir oder bei mir? Mir geht's gut. Wie geht's euch? Auch, auch, auch. Was machst du? Gut wieder, danke schön. Ist dein Internet... Ja, bei euch. Oder ich glaube, Internet ist gerade ein bisschen schlecht. Bei dir oder bei mir? Ja, ich glaube, meins. Warte kurz. Ich glaube, bei mir gerade. Ein paar Probleme gerade. Jetzt klappt doch, oder? Bruder, du hast brutale Rap-Parts. Außer Frage... Jetzt will ich auch mal hören, wie deine Hooks sind. Danke, Bruder. Bist du ready? Warte kurz. Lad mich mal nochmal neu ein direkt. Dann ist Internet besser, denke ich. Also raus und wieder rein? Genau. So, nochmal. Mein Internet chöppt. Tano, ich hab dich eingeladen. Geh auf das X, Benachrichtigungen. Jetzt? So.
Okay. Jetzt ja, ist es, glaube ich, besser. Komm, Ablauf in der Haus. Okay, Bruder. Heute ein bisschen auf chilliger. Leg los. Okay, komm. Raus aus Zelle und die ganze Scheiße fängt von vorn an. Sie fängt von vorn an. So läuft seit Jahren hier bei uns. Von Alsdorf bis nach Kalifornien. Yeah. Sie feiern's in der ganzen Hood. Kleingeld machen, das ist Zeitverlust. Ein paar tausend Klicks, doch ich häng noch mit den gleichen Jungs. Rendezvous, Seiten null, die Kachi wird bereits gebumst. Bin depressiv, bin spiellos, weil der automatisch Scheine schluckt. Meine ganze Welt, sie dreht sich im Kreis. Ihr seid Azubis, weil der Freier euch eine Lehre erteilt. Vermisst die guten alten Zeiten, Walla, denk jede Minute dran. Den Weg, den ich heute fahre, bin ich damals auch zu Fuß gegangen. Bleib real, denn ich heb nicht ab. Unterwegs mit meinem Team, rasen durch die Stadt. Junkies wollen durch Schein ziehen, brauchen weder Tasch. Wenn du Polizei siehst, renn so schnell du kannst. Wow. Er benötigt 1000 Euro für die Miete, wird zum Pusher, denn er hat eine aussichtslose Perspektive. Ha. Dank langer Nächten mach ich kurzen Prozess. GLM ist mein Team, also hol, wen du kennst. Ey. Raus aus Zelle und die ganze Scheiße fängt von vorn an. Sie fängt von vorn an. So läuft seit Jahren hier bei uns. Von Alsdorf bis nach Kalifornien. Sie feiern's in der ganzen Hood. Was für Kosenamen, Schatzi au revoir. Wir tanzen aus der Reihe wie ein schwacher Choreograf. Handy ist am Klingeln, hab den Anruf verpasst. So viel Bass in der Stimme, dass der Subwoofer platzt. Ah. Wochenende, hau auf locker was raus. Die Creme de la Creme, doch nicht für deine trockene Haut. Denn der Frero will die hohe Gage, verliebt in bunte Farbe. Was dein Auge nicht gesehen hat, darf dein Mund nicht sagen. Bald geht es so hoch, nicht mehr lang und ich komm hier raus. Bekomm Aggression, denn die Hater sind viel zu laut. Die Reise geht los, schnall dich an und genieß den Sound. Guck da, wo ich wohne, handel Freros mit eigener Faust, yeah. Raus aus Zelle und die ganze Scheiße fängt von vorn an. Sie fängt von vorn an. So läuft seit Jahren hier bei uns. Von Alsdorf bis nach Kalifornien. Sie feiern's in der ganzen Hut. Ja. Richtig gut, Alter. Brutal, Bruder. Ich feiere gar nicht so Westside-Dinger normalerweise. Wenn das so einer macht, ist das immer sehr cringe. Mhm. Sehr, sehr geil gemacht, Bruder. Und ich kann eigentlich nur sagen, Warner, falls ihr hier gerade zuguckt, spart schon mal ein bisschen Geld. Wir müssen den Kano ins Boot holen, Leute. Wir müssen den Kano ins Boot holen. Capo, was sagst du, Bruder? Auf jeden Fall. Der Style ist sehr, sehr gewagt, Bruder. Weil dieser Style wird auf jeden Fall schon nicht in Deutschland, aber in Amerika. Du weißt selber, Bruder. Nee, doch. Mhm. Mehr sag ich nicht, Bruder. Der wurde schon gut misshandelt, dieser Style. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr vorsichtig bei dem Style. Du hast auf jeden Fall was getraut. Aber du hast es super umgesetzt und es klang nicht auf Krampf. Du machst es locker aus der Hüfte, ist cool. Ich feier das, Bruder. Die Parts auch cool. Die Hook. Ist cool. Ich habe ein, zwei Stellen, die waren sehr, sehr Metro-Plastik. Die war sehr, 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 sehr. Aber eine Stelle, die ist mir extrem aufgefallen. Also nur an der Stelle, aber ansonsten, ansonsten war das super. Ansonsten war das super. Okay. Dankeschön, Dankeschön, Bruder. Hallo. Ja, Bruder. Bruder, warte, ich wollte noch eine Sache sagen, Bruder. Bitte. Und zwar letztens, in der letzten Runde, ich hätte mir gewünscht, dass ihr den Mr. Real auch noch eine Chance gegeben hättet, dass er nochmal einen kickt, Bruder. Bro, guck mal, weißt du, was das Problem war? Ich erklär's dir einmal, Tano. Der Mr. Real ist ein guter Typ, der ist ein, aber du hast ja ein Battle nur. Der Dilo, der hat ja kein Beat. Der hat ja einfach Rap, das wurde ja gar nicht gewertet. Normalerweise wäre der raus. Aber der hat sich gar nicht drauf vorbereitet, der Mr. Real. Weißt du, Bro? Der ist ein guter Typ, ist ein geiler Typ, aber das ist ja nicht böse gemeint. Nur wenn du ein Part locker schreibst in 20 Minuten. Ist schwer, ne? Weißt du, da wird's natürlich.
Weiß auch, wer Eminem wird, auch nicht in 20 Minuten in guten Tatien. Schade, okay, aber cool. So ist das nun mal. Wichtig ist, guck mal, das ist alles hier, jeder kann rappen. Jeder, der hier dabei ist, ist gut und am Ende wird sich zeigen, wer der Beste ist oder wer auch immer, wer immer durchhält. Aber das ist eine Sache, man muss das sportlich sehen und einfach eine coole Zeit mitnehmen und am Ende schaut man. Weißt du? Natürlich, Bruder, natürlich. Bitte? Sag ihm schöne Grüße von mir, dem Mr. Reed. Mach ich auf jeden Fall. Bis dann, Bruder. Tano, ja. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. So, das war's für heute. Das Instalent. Morgen geht es weiter. Kapo, wir beide quatschen jetzt gleich nochmal. Ne? Wir telefonieren. Ja, auf jeden Fall, was hundertprozentig bevorsteht, sind einige Battles. Wir werden morgen einige Battles erwarten. Also Leute, seid vorbereitet und nicht mit irgendwelchen geschriebenen Texten, sondern seid direkt vorbereitet, so dass ihr für ein Battle oder an einem Battle teilnehmen könnt, müsst, sollt, was auch immer. In diesem Sinne, normal weiter, ja? Morgen sehen wir uns. Ciao. Okay. Ciao.